Bam, 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 bam. Jetzt geht's auf. Hallo und willkommen zurück zu Planetcrafter DLC Humble. So, danke an alle, die das letzte Video unterstützt haben. Ihr seid großartig. In der letzten Folge haben wir unsere erste goldene Kiste gefunden, da oben. Ja, bin so happy. Und jetzt wollen wir ein Kernkraftwerk bauen. Ja, wir brauchen unbedingt mehr Strom. Und mehr Strom kriegt man am besten mit Kernenergie. So, bam, Alter. Er erzeugt jetzt 86,5 kW. Das ist schon mal ganz schön. Noch nicht optimal, aber besser wie nix. Ja, und ich glaube, dass da, aber bei dem da, bei dem Teil da hinten, ist drin ist, wo ich dann diese Edelsteine rauskriege. Hoffe ich einfach einmal. So, da wieder ein bisschen ausräumen, dass da weiter produziert werden kann. Nicht die Alles-Taste drücken, sonst haben wir ein Problem. Mal wieder alles aus. Also, ich muss mir unbedingt eine Kiste bauen. Du nicht. Das kann schon alles nicht, das braucht man nicht. Silizium nicht, braucht man eins. Titan braucht man zwei. So. Genau. Dann lockt man den Rest auch noch aus. Wo ist das Fettzeug? Das funktioniert recht gut. Du, du und du und du. Das kann alles raus. Kobalt kann auch alles raus. Aluminium kann auch alles raus. Silizium 1, 2 und Titan 1. So, die letzte Fuhre, dann ist wieder leer, dann kann da wieder eine produziert werden. Aluminium, Magnesium ist voll. Sehr fix. Ich brauche ein größeres Lager. Wir brauchen ein eindeutiger Lagergebäude. Drei Eisentreppen, oh, super Legierung. Eins, zwei. Titan noch eins. So, dann können wir nochmal ein großes bauen. Ja. Neue Babla und Bio-Labor. Jetzt brauchen wir schon irgendwo ein Lager. War das um drauf? Nein, bauen wir nicht um drauf. Ich bloß mein Lager hier, sodass das einigermaßen noch was ausschaut. Schwebt es, ist es kacke. Entschuldigung. Schaut auch scheiße aus. Treppen und so. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Treppe braucht ein Eisen. Wir brauchen nur eine Tür. Also zwei Eisen, ein Titan, ein Silizium. Zwei Eisen, ein Titan, ein Silizium. Silizium haben wir dabei. Hallo, ist auch schon voll. Ja, ist auch schon voll. Meine Herren. Tür. Treppe. Okay. Tür. Treppe. Kannst du da bitte snappen? Oh, das wäre so toll, wenn du da einfach snappen würdest. Danke. So. Da können wir jetzt halt unsere Lagertruhen aufbauen. Aber so viel Eisen habe ich wieder nicht, gell? Eins, zwei, drei. Das war's dann mit Eisen. Aber es hilft nichts. Es hilft ja nichts. Wir brauchen Lagerkapazität. Lagerkapazität.
Wir sind da noch drin. Jetzt gehen wir dann zu den interessanten Sachen, zum Uranit. Dann mit Uranit kriegen wir dann Hoffe hauptsächlich Uran oder Superlegierung und nicht Iridium. Das war toll. Jetzt brauchen wir mehr Wasser, sonst da mal verdursten. Danke. Meteoritenschauer! Okay, dann haben wir nur ein, wo es geht. So wie alles verbaut mit Luft und so. Jetzt dann eh umgelagert. Was hat es für welche? Hat es Superlegierung? Ist unten da im Tal, das ist schon mal gut. Aber der Ausflug auf dieses Plateau da oben natürlich uns zur ersten goldenen Kiste geführt hat. Ist natürlich auch nicht schlecht. So, war's das jetzt? Gut. Dann aussehen und farmen, was das Zeug hält. Mal schauen, was da vom Himmel gefallen ist. Normale Ressourcen. Ganz normale Ressourcen. Gut, die spawnen ja nicht. Die liegt dann da rum. Das Eisen können wir schon mal mitnehmen für neue Spinte. Was sonst? Normale Ressourcen. Ah ja, gut. Besser wie nix. Man soll sich nicht beschweren, man soll mit dem zufrieden sein, was man kriegt. Ein bisschen Alu. Ja, okay. Also jetzt nichts Weltbewegendes, normale Ressourcen. Das ist aber gut, weil, wie gesagt, Superlegierung und sowas, das despawnt und das normale Zeug bleibt eigentlich liegen, wenn es so ist wie im Hauptspiel. Wenn es nur so ist wie im Hauptspiel, bleibt es liegen. So. So, können wir auf jeden Fall noch eins bauen, weil hier wird es doch kannst du ja auch noch eins. So, können wir noch zwei Spinte bauen. So. Dann. Ich muss überlegen, ob wir nur ein Kraftwerk bauen. Weil die Heizungen brauchen schon richtig Energie, aber ich muss noch ein bisschen aufheizen. Wir brauchen mehr Wärme. Und Sauerstoff brauchen wir eigentlich auch noch viel, viel mehr. Steigt einfach sauer zu langsam. Das Biolator bringt 135 Sauerstoff. Da brauchen wir 3 Superlegierung. Ne, haben wir noch, also 2 Superlegierung. 2 Superlegierung. Ja, ist blöd, brauchen wir Eisen. Dazu brauchen wir Eisen, dann schauen wir in unser Kistechen. Eisen, sehr gut. Also 2 Eisen, 2 Magnesium, 2 Aluminium, 2 Kobalt, 2 Silizium, 2 Titan. Superlegierung. Mal, zweimal. Gut. Biolabor, nur mit zweimal Kobold. Wald natürlich, zweimal Titan. Und einmal Aluminium. Und natürlich das Pflänzchen, das haben wir hoffentlich irgendwo mal schon mal. Nein, das heißt, das weh. Egal. So, dann schauen wir, ob wir das auch nicht basteln können da. An unser Base wahrscheinlich gar nicht. Einfach ein blöder Standort für die Base. Muss ich jetzt leider mal so sagen. Kannst du oben drauf bauen oder schaut scheibenkleistermäßig aus?
Kann ich da drauf bauen? Das Lager. Ach, schnappt wohl irgendwo. Nee, schnappt nicht, ne? Kann das da nicht reinbauen. Nee. Dann müssen wir oben noch ein Ding aufbauen. Ein so ein Teil. 1, 2, 1. Dann steht wahrscheinlich dies im Weg. Dann bauen wir so mit oben. So, und schauen wir mal, ob wir das da aufbasteln können. Ach, Kim. Ist doch nicht so. Ist der Wassersammler im Weg. Zack, der Mund. Wassersammler. Da hier. Schaut so wieder absolut scheibengleistermäßig aus. Aber kann es jetzt gerade nicht ändern. So, dann brauchen wir da eine Leiter nach oben. Jetzt müssen die Heizung weg. Stellen wir mal woanders hier. Hier ist der Wärme da her. Dann brauchen wir eine Leiter nach oben. Eisen, ein Kobalt. Eisen, ein Kobalt. Leiter nach oben. Unser Biolabor. Absolut bescheidene Lage, aber wir haben eins. Das ist ja schon mal gut. 900 Gramm Biomasse haben wir schon gemacht mit unserem Graswerfer. Natürlich nicht sehr prickelnd. Generator. Da müssen wir mit Nahrungszüchter 35 Tonnen. Ja, das müssen wir uns natürlich nur in schön bauen. Das hilft jetzt nichts. So, jetzt richten wir mal unser Lager ein. Eisen. Noch mehr Eisen. Kobalt. Ah, wo da kommt die? Nein, Zahn. Zahn. Kobalt. Silizium. 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 So. Machen wir mal zum Umschichten. Also halt dann doch Lager bauen, nicht Expedition. Aber das kommt schon noch. Keine Angst. Keine Angst. Wir finden uns, so wie immer. Haben wir gleich noch mehr Eisen dabei, dann können wir das auch gleich noch anbauen. So, wir haben jetzt Grunddinger, Eisen, Titan, Kobalt, Silizium, Magnesium. Hallo? Dann können wir gleich einmal Alu, ja? Jetzt war Kobalt mit. Machen wir das Wasser nur raus da irgendwo hier. Eins trinken wir, eins essen wir. Der ist leer, dann nehmen wir den gleich mit.
gleich noch einen Aluschrank. Zweiten. Das passt du da nicht rein, das kann es ja nicht sein. Silizium. Und mal mit den voll. So, Silizium. Haben wir da Alu? Brauchen wir noch Uran? Jetzt haben wir da wenigstens ein Lager und ich hoffe, dass ich das nach hinten aus nur erweitern kann. Also da müssen wir nur einen Aluschrank bauen. Titan. Silizium. Minium. Uran. Iridium. Genau. Gut, da passt aber für Alu rein. Weniger einpasst. Mystery. Dachte, der Aluschrank war voll. Aber naja. Kann man natürlich auch täuschen. Hier wie die um. Was haben wir dann nur? Uran, Iridium. Osmium kommt noch, aber wir bauen auf jeden Fall mal den Spind. So, er kann dabei mal leer bleiben. Ist ja kein Problem. So, dann haben wir die Spinte alle weg, bis auf den da. So. Den machen wir auf jeden Fall auch noch voll, bevor unser Planet total eisfrei ist. So. Du kommst mit. Du kommst mit. Du kommst mit. Du kommst mit. Uran. Sehr gut. Haben wir die Kisten leer, da kommt jetzt Wasser hinein. Bloß einmal vorübergehend, dass da mal was drin ist. Da haben wir einen Platzamt dafür. So, du Heizung, kommst du wieder weg. Kommst dafür so wieder her. Jetzt haben wir ja Platz. So, den Tisch kann dabei einmal da bleiben. Der stört mich jetzt da eher nicht. Strom haben wir noch ein bisschen. Algengenerator.
zwei Mikrokorn, was auch immer. Okay, gut. Der Lagerumzug auch geschafft. Ist ja schon mal nicht schlecht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Aber in der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall mal eine Exkursion. Und erkunden ein bisschen was von der Gegend. Ich sage wieder, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, dass wir was bloß ein bisschen Lager bauen und Biodom bauen. Aber nächstes Mal gehen wir erkunden, da sehen wir uns gleich da drin. So, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Servus!